Tag und herzlich willkommen zum ersten Teil meines Let's Plays von Kingdom 80 Summer of Greed, einem storybasierten 2D-Strategiespiel von Fury Studios. Es ist die Fortsetzung der Kingdom-Reihe, in der es 3 weitere Spiele gibt. Das Video stammt aus einer Streaming-Session auf Twitch, daher nehme ich meist mehrere Folgen am Stück auf und schneide Pausen heraus. Außerdem füge ich Kapitelmarker hinzu. Diese findet ihr unten in der Beschreibung, bei YouTube auch in der Abspielleiste und bei PeerTube auf meiner Instanz über den Kapitelbutton im Player. Wir spielen die deutschsprachige Fassung mit Untertiteln auf macOS. Ich freue mich über eure Kommentare und wünsche gute Unterhaltung. Wir spielen nämlich heute eine Runde Kingdom 80 Summer of Greed ist der Untertitel. Wie gesagt, habe ich schon mal gespielt, weil machte mir sehr viel Spaß. Habe ich auf nicht leicht, sondern auf normal gespielt. Habe ich das erste Mal übrigens gespielt beim Steam Game Fest, glaube ich. Da gab es die Demo. Ich glaube, die Demo war Level 2. Falls jemand die Demo gespielt hat. Level 2. Macht auch Freude. Ja, geh doch. Geh doch. Geh doch zu dir nach Hause. Ich wünsche viel Spaß bei allem, was ihr macht. Und falls hier alles in Rauch aufgeht, melde ich mich gegebenenfalls und bin dann bei dir. Mal gucken. Ja, genau. Also ich habe das schon mal gespielt auf normal und ich würde es jetzt noch mal probieren auf Schwer. Es funktioniert nach der alten, gemütlichen Kingdom-Formel. Wir sehen auch gleich, wie es funktioniert. Der einzige Unterschied, oder nicht einzige Unterschied, sind mehrere Unterschiede, aber ein großer Unterschied zwischen den anderen Kingdom-Titeln und diesem hier ist, dass es Charaktere im weitesten Sinne gibt, generische, auch nicht mit Namen, aber trotzdem gibt es Charaktere, die eine gewisse Rolle spielen und es gibt Zwischensequenzen. Und wir beginnen, glaube ich, auch gleich mal mit Zwischensequenzen, beziehungsweise mit der Einstiegssequenz. Das ist übrigens unser Charakter. So, muss mich ein bisschen positionieren, weil ich hier natürlich das schönere, größere Bild im Spielen heranziehe. Das Spiel, also auch die anderen Kingdom-Spiele, beginnen immer so, dass es natürlich ein kleines Tutorial gibt, damit man mal versteht, wie das Spiel funktioniert. Normalerweise ist in den Kingdom-Spielen man immer auf einem hohen Ross unterwegs als der König. Und hier sind wir jetzt aber nicht sozusagen der richtige König, sondern wir sind der Nachkomme der Königsfamilie. Und wir bewegen uns immer nur von links nach rechts auf diesem sehr schönen Fahrrad. Und haben jetzt Geld eingesammelt, Münzen, die auf dem Boden liegen. Und das ist eigentlich auch unsere einzige Möglichkeit der Interaktion. Ich hoffe, der Ton ist nicht zu laut. Falls das doch der Fall sein sollte, bitte gerne melden. Aber ich versuche, über die Musik drüber zu sprechen. Soweit es mir möglich ist. Genau, wir sollen jetzt hier das Lager aufschlagen. Dafür geben wir einfach Goldmünzen aus. So, dann müssen wir Kinder, in diesem Fall sind es Kinder, normalerweise sind es Untergebene, rekrutieren. Das machen wir auch mit Goldmünzen, die wir einfach fallen lassen können. Und dann müssen wir die mit Werkzeugen ausstatten, zum Beispiel mit einem Bogen. Da rennen die dann hin und holen sich diesen Bogen, den man hoffentlich gesehen hat. Und dann schießen die auch. Und hier gibt es dann Hammer. Auch da rennt jetzt jemand hin und holt sich den Hammer. Jetzt können wir mit den Leuten, die Hammer haben, Dinge bauen. Zum Beispiel eine Mauer.
Es ist so, tagsüber können wir hier rumradeln und irgendwie Geld verdienen und im Zweifel ja, an unserer Basis bauen. Aber nachts kommen die bösen Monster. Ähnlichkeiten zu Serien, die man auf Netflix gucken kann, sind bestimmt rein zufällig und überhaupt nicht beabsichtigt. So, wie man sieht, können wir jetzt hier auch noch die Bäume abholzen. Das müssen wir auch teilweise. Einerseits, weil es Geld gibt und andererseits, genau. Nochmal zwei weitere Kinder rekrutiert. Nochmal einen Bogen. Und nochmal, wir können uns auch schneller bewegen übrigens hier, wenn wir die Schultertasten drücken. Und nochmal einen Hammer. Hammer. Und dann sollen wir jetzt zu Hause anrufen. Also dieser Teil war jetzt mehr oder weniger das Tutorial. Das sind unsere Interaktionsmöglichkeiten. Wir können von links nach rechts radeln und wir können Geld fallen lassen. Und damit geht das ganze Spiel. Finde es auch spannend, es gibt nur Untertitel, es gibt keine Sprachausgabe. Das heißt, die Charaktere sprechen also im Wortsinn auch nicht mit uns. Ist immer auch mehr so durch das Comic-Panel inszeniert, das finde ich eigentlich ganz nett gemacht. Das Ziel in diesem ersten Level, das ist da, dieses Kanu zurückzukriegen, damit wir nach Hause ruseln können, rudern können. Und dafür müssen wir da in diesen komischen Tunnel. Das heißt, der Weg zu diesem Tunnel muss erstmal freigeschossen werden. Wir haben möglicherweise Hilfe von dieser Person auf diesem Turm und von dieser Person an diesem Spielplatz. Und das sind jetzt die mittelbaren, naheliegenden Aufgaben, die wir machen müssen. Genau, wir müssen das Kanu zurückholen. Wenn wir hier so ruhend uns auf irgendeinem Stück Gras aufhalten, dann trinken wir was und dann haben wir wieder ein bisschen Energie, um für eine Zeit lang in dem schnelleren Modus zu radeln. Und dann geht die Sonne auf. Wir sehen immer am Stand der Sonne, wenn wir denn die Sonne sehen, was die Zeit geschlagen hat. Und wir sollten eben möglichst alle wichtigen Aufgaben, die wir außerhalb unserer Basis erledigen wollen, wie Geld einsammeln oder unser Gelände erweitern, erledigt haben, bevor die Sonne untergegangen ist. Sonst kann das sehr schnell sehr unangenehm werden. Denn wie gesagt, nachts kommen die bösen Monster und versuchen unsere Wände in möglichst einzureißen. Und da müssen wir Verteidigungsanlagen für aufbauen. Ein Counter sagt 5, das heißt, wir sind um 3 Leute angewachsen mindestens. Herzlichen Willkommen und guten Abend. Genau, jetzt haben wir hier so einen Nöppel freigespielt, das heißt, wir können jetzt hier eine Mauer errichten. Von wegen, niemand hat die Absicht, eine Mauer zu errichten. Das haben wir hier sehr wohl. So, jetzt haben wir hier dieses, ich weiß gar nicht, diesen Badesee für uns freigespielt. Den können wir jetzt renovieren. Und wenn wir das gemacht haben, dann wird der für uns Geld erwirtschaften. Das ist ein bisschen anders als in den anderen Kingdom-Spielen, da gibt es, glaube ich, also die Möglichkeit, dass die Leute, die hier einen Bogen haben, die schießen Tiere ab und dafür gibt es Gold. Ich glaube, es gibt noch die Möglichkeit, die Bäume abzuholzen, die gibt es ja hier auch. Genau, dann gibt es irgendwie noch eine Möglichkeit, wie man an Geld kommt. Ach so, ja, Farm. Man kann Bauernhöfe errichten und dann da Leute als Bauern einteilen und die wiederum erwirtschaften dann auch Geld. Und hier ist das mit den Bauern ersetzt worden durch verschiedene Aktivitäten, Geschäfte oder eben diese Freizeiteinrichtungen.
wo die von uns nicht eingeteilten Kinder dann zum Spielen hingehen und da offensichtlich Geld für bezahlen. Ich weiß nicht so ganz, wie das zustande kommt, dass die da Geld generieren, aber ist auch egal. Spielerisch ist nur wichtig zu wissen, dass man hier sein Geld einsammeln kann und man braucht eben immer wieder Geld, um neue Mauern zu bauen, um neue Burgen zu kaufen. Man sieht auch schon, ich habe jetzt gar kein Geld mehr übrig hier. Er hat aber was für uns eingesammelt. So. Genau. Und dieses Geld können wir dann wiederum benutzen, um hier die Basis aufzurüsten. Das mit dem Aufrüsten ist auch wichtig. Dann kommen teilweise neue Funktionen oder Möglichkeiten hinzu, Dinge, die wir tun können. Und im Zweifel auch Verteidigungsmöglichkeiten. So. Wir sehen, der Mond ist gleich untergegangen. Das heißt, wir haben dann die Nacht überstanden. Wir können übrigens auch die Rehe mit dem Bogen von den Bogenschützen erlegen lassen. Wenn die das erfolgreich machen, gibt es auch Münzen. So. Oh. Auch Münzen. Wollen wir mal gucken, wie weit wir hier kommen. Also hier ist eine Mauer möglich. Hier ist der Sportsfan, glaube ich. Er hat sich hier eingerichtet. Ah, okay. Und hier ist auch schon so ein Tor. Das sieht man jetzt noch nicht. Hier, aber jetzt geht das Tor auch auf und dann kommen da auch die Monster raus. Es ist besser, man hält sich da nicht zu lange auf. Und wir hören uns mal die Geschichte der Sportskanone an. Ich könnte das natürlich vorlesen, aber es ist viel zu schnell, da kann man gar nicht mit. Also kurz zusammengefasst ist die Sportskanone ein bisschen deprimiert, weil jemand seine Trophäe geklaut hat. Und Überraschung, die Trophäe ist natürlich geklaut von den Monstern. Ist nicht so überraschend, könnte man meinen. Ein bisschen Geld eingesammelt. Wir bräuchten, glaube ich, noch ein paar mehr Leute der hämmernden Zunft. Und gegebenenfalls auch noch einen mit dem Bogen. Ja, und die, die jetzt hier nicht zugeordnet sind, die quasi hier nur rumeiern, die werden dann jetzt aufgerufen, sich da zu melden. Mist, hat nicht geklappt mit dem Reh. Kann die ein bisschen beeinflussen, dass die in die richtige Richtung laufen. Aber offensichtlich nur sehr eingeschränkt. So, ich würde sagen, dass wir hier die Wand nochmal verstärken. Denn wenn jetzt angerufen wird, beziehungsweise angegriffen, nicht angerufen, dann sollten wir vorbereitet sein. An
Haben Sie das hier, wenn die Münzen auf den Boden fallen, dann werden die in der Regel von der nächsten Person irgendwie aufgesammelt und verwahrt? Ah, jetzt haben wir hier diesen Busch befreit. Jetzt können wir diese Aufgabe quasi jemandem zuordnen. Und hier sieht man mal, wie das aussieht. Also wir werden angegriffen. Und die müssen den mit den Pfeilen die abschießen. Je mehr man natürlich hier Charaktere mit Pfeilen hat, desto einfacher fällt das auch. Das ist hier ein Hinweis, dass wir erst wieder unsere Basis verbessern können, wenn wir die Sportskanone freigeschaltet haben. Jemand versucht im Hintergrund offensichtlich Tröte zu tröten, ist damit aber nicht sehr erfolgreich. So, und hier sehen wir schon, hier sind auch wieder Dinge, die wir noch frei spielen können, wenn wir unser Gebiet bis hier ausgedehnt haben. Und hier ist jemand auf einem Turm. Hey, dich habe ich schon von Weitem kommen sehen. Willst du meine Hilfe, um hier rauszukommen? Ich komme erst runter, wenn mir nichts passiert. Ja. Also, die Idee hier offensichtlich, dass wir erstmal das Gelände bis hierhin erobern müssen. Dann geht's weiter. Oh, jetzt haben wir hier die das besagte Kleinod gefunden, die Trophäe. Und weil wir die gefunden haben, sind wir jetzt ein bisschen unter Fluchtzwang. Sollten wir vielleicht noch den ein oder anderen Bogenschützen engagieren? Ja, die laufen dann auch immer so automatisch nach links oder nach rechts. Das kann man also nicht steuern. Muss man aber auch nicht. In der Regel machen die einen ganz guten Job. Erkennen, wann sie wohin soll. So. Man muss sagen, im normalen Modus ist es eigentlich ein relativ anspruchsloses Spiel, ein entspanntes Spiel. Man weiß ja immer, wann die Angriffe kommen. Wenn man einigermaßen vorbereitet ist, kann eigentlich auch nichts passieren. Ich bin mal gespannt, was der Unterschied jetzt im schweren Modus ist. Die Sonne geht unter, es bringt also eigentlich nichts mehr, hier noch weiter
rumzumuseln. Mal die Festigungen. Und das ist doch immer ganz praktisch, dass man die Wände befestigt. Ist eigentlich immer eine gute Idee, weil das eben davon oder dafür sorgt, dass man natürlich längere Angriffe überleben kann, selbst wenn man nicht ganz so viele Bogenschützen hat. Also man sieht hier, an Geld mangelt es uns eigentlich nicht. Eher an Personal, dann vielleicht noch spezifischer an So, wir haben die Trophäe gefunden, deswegen müssen wir ihn jetzt hier rekrutieren. So, jetzt haben wir einen Freund, der uns hinterher radelt. Genau, und hier ist jetzt eines der nächsten Tore. Die Tore müssen wir natürlich zerstören, wenn wir dafür sorgen wollen, dass wir nicht angegriffen werden. So, dann haben wir hier die Außenwände erstmal gesichert, würde ich sagen. Können zur anderen Seite radeln, können hier auch noch zwischendrin Wände aufbauen. Wenn wir nämlich angegriffen werden und es sollte so sein, dass eine der Außenwände kaputt geht und nicht mehr schützt, dann flüchten alle hinter die nächste vorhandene Wand. Es ist also sinnvoll, mehrere Wände zu haben, damit man nicht das komplette Gebiet wieder verliert, was man schon erobert hatte. Das ist ein bisschen die Tower Defense vielleicht. So, jetzt können wir hier auch aufrüsten. Gucken, was wir kriegen. Gut aus. Jetzt können wir nämlich hier quasi Leutnants, könnte man es nennen. Also Leute, die einen Trupp anführen können, hinstellen. Die müssen sich dann hier so einen Banner abholen und dann können sie eine Gruppe anführen. Und wenn wir das machen, können wir eben auf jeder der Seiten, die wir hier erobert haben, da haben wir es ein bisschen verpasst. Ich glaube, das rechtzeitig auszubauen. Ja, es ist schon ein bisschen strategisch. Man muss halt auch die richtigen Sachen auf der richtigen Seite in der richtigen Zeit machen. Das heißt, insofern entsteht schon ein bisschen Handlungsdruck. Man kann nicht einfach nur gemütlich von links nach rechts radeln. Aber am Anfang ist es in der Regel immer möglichst sich erst um Geld kümmern, dann um möglichst viele Kämpfer. Und halt immer die Befestigungen so auszubauen, dass sie gegen die durchaus stärker werdenden Angriffe
aufrecht erhalten werden. Ich finde das ja ganz lustig. Es gibt ja offensichtlich ja diesen lila Schnodder, der überall rumliegt, und auch die Tiere haben alle irgendwie so ein bisschen gelitten. Finde, das hat irgendwie ganz nette Ideen für die Stimmung und greift halt ganz viele Filme und Serien und irgendwie Aspekte aus den 80ern, vielleicht auch noch Anfang der 90er auf. Wir müssen uns ein bisschen nach links verlängern, glaube ich. Das war jetzt hier so ein bisschen untergegangen. Machen wir hier erstmal wieder eine Mauer, obwohl die nächste Mauer ist gar nicht so weit weg. Doch auch noch. Genau, wir müssen ja hier noch das Gebiet. Hier sieht man es, je mehr man nach links oder nach rechts in die Elte kommt, sieht man diese verschleimten Bäume. Das sind offensichtlich irgendwie ist das Ergebnis dieser Monster. Von denen wir sonst nicht genau wissen, was sie eigentlich machen. Und für wen? Warum eigentlich? So, jetzt würde ich ja gerne noch dieses Zelt einnehmen. Dafür müssen wir hier aber eine Mauer hinbauen. Ah ja, und wir haben wieder einen Busch. Den können wir wieder. So, und wir haben hier noch eine Angelstelle. Die können wir jetzt auch verwenden, um damit Geld zu verdienen. Das ist gut. Genau, und wenn wir jetzt diese Figuren, diese hier, diese Anführerfiguren haben auf beiden Seiten, dann können wir die eben von so einem Endpunkt mit entsprechend Geld losschicken, dass die ein Tor angreifen von den Monstern und das dann im besten Fall auch zerstören. Und das wiederum hilft uns dann, uns jenseits der begrenzten Fläche uns weiter zu verbreitern. Man muss eben immer aufpassen, dass man das rechtzeitig macht. Sonst ist halt während der Nachtphase ist nicht so angebracht. Und wichtig ist auch, dass man hinreichend Bogenschützen braucht. Also egal, ob man diese Anführerfiguren hat oder nicht, richtig schlagkräftig sind die Truppen nur, wenn die auch. Den haben wir schon. Sind die nur, wenn man eben auch genug genug Bogenschützen hat. Bogenschützen sind eigentlich das Wichtigste, was die Verteidigung angeht. Später gibt es, glaube ich, noch ein paar andere Einheiten, die. So, wenn sie wieder erledigt. Also die Kämpfe finden natürlich auch statt, wenn wir nicht hier sind. Man sollte aber immer darauf achten, dass man hinreichend vorbereitet ist. Ah, jetzt sind wir den sechsten Tag und der ist rot. Das heißt, es gibt irgendwie einen verstärkten Angriff in der Nacht. Da müsste man jetzt also darauf achten, dass man etwas besser vorbereitet ist, als man das vielleicht war. Manchmal habe ich auch das Gefühl, man kann nicht richtig unterscheiden, ob die schon rekrutiert sind oder nicht. Aber gut.
Deswegen werden wir mal die Verteidigung auf den höchsten Status hochschieben, den wir so hinkriegen. In der Hoffnung, dass das dann die Nacht reicht. Ich weiß, wie gesagt, nicht, wie schwierig das Überleben ist, auf der schweren Stufe. Auf der normalen war es eigentlich immer ganz okay. Ich würde nicht sagen leicht. Ich würde schon sagen, es war in Ordnung. Man hat das hingekriegt. Oh, da ist jetzt wieder ein bisschen die Frage von Timing. Wir haben nicht so viele Behämmerte. Also wir haben nicht so viele von diesen Bauleuten. Deswegen werden die immer nur eine Aufgabe nach der anderen erledigen. Ach Mist, mir fehlt ein Dings. Ich glaube, es ist sinnvoll, hier die Front erstmal mit der stärksten Mauer zu sichern. Wenn wir das geschafft haben, dann ist das ja jetzt hier unser Gebiet und dann können wir dieses Zelt auch freischalten. Ich weiß gar nicht, das ist irgendwie so ein Spielzeug oder nie so eine Grillstätte, wo es zu essen gibt. Und das heißt natürlich, wir können da Geld verdienen. So, werden hier nochmal Bogenschützen hin und her geschoben. Offensichtlich kommt der stärkere Angriff von links. Wird erwartet zumindest. Hat es, glaube ich, auch eine Aktualisierung im Patch gegeben. Also, wenn jetzt hier von der Seite kein Angriff zu erwarten ist, dann gehen die wohl auch weg, die Bogenschützen. Das heißt aber offenkundig, dass der Angriff von der anderen Seite erfolgt. Das heißt, wir sind auf der falschen Seite und können gar nicht sehen, was passiert. Ärgerlich. Hätte ich ja jetzt doch mal gern gesehen. Ah, okay. Laufen Sie zurück. Entweder haben Sie erfolgreich. Ah ja. Genau, da ist so ein Riesenmonster gekommen. Man kann sehen, das hat ja auch schon unsere erste. Unsere erste Mauer durchbrochen, jetzt die zweite. Versteht man tatsächlich nicht, warum sich jetzt alle zurückgezogen haben. Wäre ja jetzt gerade sinnvoll, auf dieser Seite sich ein bisschen zu verteidigen. Stattdessen wirkt die Verteidigung so ein bisschen halbherzig. Wenn wir jetzt dann hier auf der Seite. Also das ist ein bisschen unsinnig. Verstehe ich nicht, warum die jetzt alle hier auf der rechten Seite sind. Ganz offensichtlich bräuchten wir die ja eher auf der linken Seite. So, jetzt haben wir es offensichtlich dann doch geschafft.
diese Nacht zu überstehen. Das war offensichtlich eine knappe Kiste. Weil sie hier, also mindestens 3 von unseren Mauern haben sie durchbrochen. Mit diesem Riesenvieh. Also das ist schon ein bisschen tougher, als es im normalen Modus gewesen ist. Jetzt brauchen wir in der Tat also wieder alles, was wir vorher schon hatten, nämlich Geld. Wir brauchen da diese Verteidigungsdamen und Herren wieder. Und wir brauchen auch noch ein paar mehr Verteidiger insgesamt. Wetter ist ein bisschen bescheiden. Ach Mist, fehlt uns doch tatsächlich eine verdammte Münze. Von daher ist es schon ein bisschen Management hier. Es ist natürlich schon sehr spät. Ich hoffe, wir kriegen diese Mauer noch rechtzeitig aufgebaut. Denn das wäre jetzt ungünstig. Also wenn die mitten im Bauen überrascht würden jetzt, dann... So, da kommen auch die Verteidiger von der Seite. Sind wir jetzt hier erstmal wieder einigermaßen gesichert. Brauchen aber trotzdem noch mehr Münzen, damit wir weiter nach links vordringen können. Das ist ja unser Ziel, unser erklärtes. Haben wir genug Münzen? Oh nee, ich befürchte, das wird auch nicht. Also wir müssen unsere Verteidigung hier definitiv bauen auf der linken Seite. Also hier sieht das insgesamt schon relativ gut aus. Würde ich sagen. So gut, dass man hier eigentlich auf der Seite schon mal einen Angriff starten könnte. Ich glaube, dafür müssen wir unsere Basis noch aufbauen. Das ist natürlich... Das ist ein bisschen auch die Herausforderung. Die Wege werden ja immer länger. Das bedeutet natürlich... Das können wir noch nicht. Dafür müssen wir erst die Dame freischalten. Was eben wiederum nur geht.
ich glaube, es lohnt sich hier inzwischen noch mal ein bisschen zu investieren. Hier muss man halt überlegen, investiert man nochmal das ganze Geld, um hier die Mauer auszubauen für das bisschen, oder investiert man lieber in die etwas weiter liegenden Bereiche. Aber wir können hier den Baum noch nicht fällen, daher können wir jetzt auch nichts weiter machen. Vielleicht noch mal ein bisschen die Wand verbessern. Das ist, glaube ich, keine schlechte Investition. Wir haben ja gesehen, was passiert, wenn die Wände nicht gut gesichert sind. Dann können wir hier vielleicht noch mal einen Hammer und einen Bogen platzieren. Und somit stetig unsere Möglichkeiten ausbauen. Es lohnt sich halt schon immer auch wieder zurück zur anderen Seite zu gehen, weil die natürlich währenddessen Münzen eingesammelt haben, während wir hier ganz entspannt uns hingesiedelt sind. Und weil auch natürlich immer neue Rekruten da zur Verfügung stehen. Das darf man nicht unterschätzen. Er hat es offensichtlich auch einen ganz schönen Angriff gegeben, weil unsere Wand hat ja sehr gelitten. Aber dafür müssten wir es ja jetzt eigentlich hinkriegen, ein neues Fahrrad. Das ist natürlich jetzt sozusagen eine Besonderheit auch dieser dieser Version. Man kann sonst immer Reittiere wählen, was auch einen gewissen Charme hat. Aber hier in diesem konkreten Fall gibt es dann einfach unterschiedliche, am Anfang Fahrräder und später auch noch weitere fahrbare Untersätze, sag ich mal. Ein Blick auf die ich glaube, wir machen hier nochmal eine Upgrade. Es war mehrfach upgraded als nicht. Und dann brauchen wir aber doch noch ein bisschen mehr Geld. Es wird uns sonst zum Verhängnis werden, ich rieche es. So. Können wir hier noch anfangen, eine Mauer zu bauen. Aber jetzt haben wir eben hier diesen Turm in unserem Bereich. Und weil er in unserem Bereich ist, können wir
die Dame auf unsere Seite ziehen. Dafür werden wir jetzt erstmal aber einen Angriff überleben müssen. Ja, hier kommen sie, heißt es. Wenn sie denn von... Ja, da kommen sie. Tatsächlich. Da hat jetzt einer auch so einen lustigen Helm auf. Und da kommt natürlich jetzt tatsächlich so ein Riesenvieh. Und vor allen Dingen kommen die mit so lustigen Kanonen. Die sind echt gefährlich, weil die eben tatsächlich unsere Mauer sehr effektiv decken können. Da haben wir es aber gerade so geschafft. Gerade so. Das war schon relativ knapp, muss man sagen. Wir werden hier mal uns mit Münzen ausstatten. Und dann da diese Wand hochziehen. Auf dieser Seite. Das kann ja offensichtlich nicht genug sein. So. Und jetzt haben wir sie aber. Ach nein, haben wir nicht. Ach Mist, ich dachte eigentlich... Wenn wir diesen Angriff noch einmal standgehalten hätten, dann wäre das Problem für uns gelöst. Das ist nicht der Fall. Das ist natürlich... Das hat man mir anders erklärt. Ich glaube, jetzt haben wir uns in eine ganz ungünstige Situation gebastelt. Okay, also man muss sagen, das ist schon wesentlich schwerer, als ich es in Erinnerung hatte. Okay. Okay. Haben wir unser altes Gebiet wieder zurückerobert. Okay, aber ein Blick auf die Uhr, also die eingeblendete 45-Minuten-Uhr, zeigt uns, dass wir hier eine quasi Folge beenden werden. Das heißt, die Frage, ob wir diesen Turm noch erobern und die Unterstützung von der Tüftlerin uns sichern können, das werden wir in der nächsten Folge antworten. Bis dahin erstmal viel Spaß.
Herzlichen Dank fürs Zuschauen. Lasst gern eure Meinung zum Video in den Kommentaren da oder klickt die entsprechenden Buttons. Das ganze Let's Play gibt's als Playlist auch auf YouTube oder PeerTube, wo ihr mir gerne folgen könnt. Die Links gibt's unten in der Beschreibung. Bis denn dann!